Uhrzeiger. Stab, Alter, das ist eine Angel, das ist kein Stab. Können wir nicht mit dem Stab... Ja, ach so, da muss ich da nach draußen. Können wir nicht beim See vielleicht irgendwie... Natürlich funktioniert das nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also gehe ich nochmal zurück in das Haus. Da ging es nämlich noch nach oben zum Obergeschoss. Und hier ist es wunderschön. Auch hier natürlich alles verstaubt, alles ekelhaft, alles vergilbt. Ey, diese Familie ist einfach ein Traum. Ich brauche ein Reliefstück. Natürlich, wie immer... Ich habe Angst vor der Katze. Da! Diese Katze sitzt auf Sprengstoff und rührt sich nicht. Alter. Ekelhafteste Katze der Welt. In der Vase. Auf Sprengstoff. Alter. So, jetzt haben wir eine Tasche, wo wir bestimmt Sand... Ah nee, da müssen wir Getreide reinfüllen. Geschlossene Tür. Die Tür ist abgeschlossen, ohne Schlüssel bekomme ich sie nicht auf. Wo kriegen wir einen Schlüssel her? Alter, hier der Elchkopf mit den beiden Schwertern durch ist natürlich auch bezeichnend für den Grey. Für den gewalttätigen Grey. Der hat eine... Hier mit dem Stab können wir doch was rausangeln. Mit dem Uhrzeiger können wir nicht einfach auftrennen. Der hat einen Schlüssel in der Tasche. Parkett kriegen wir auch nicht auf mit dem Scheiß, den wir haben. Vielleicht mit dem Tuch. Können wir eindrücken mit dem Knie. Naja. Huch. Passt mir jedes Mal. Zum Stall. Hier ist der Motor, für den wir einen Kolben brauchen. Hier ist der Wasserhahn. Schrauben lösen. Schrauben lösen. Schrauben lösen geht gar nicht. Hier ist die Kiste mit dem anderen Schloss. Hier ist der Pavillon. Hier ist die Bank mit 11:45 Uhr. Ich dachte, hier steht noch eine 4, aber gut. 11:45 Uhr. Marktplatz. Und sonst gibt's hier nix. Löwe, 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 Löwe. Löwe, Löwe, Löwe. Gehen wir mal zum See nochmal zurück. Eine Leiter. Eine Leiter. Wo kriege ich denn eine Leiter her? Gab es hier drin eine Leiter? Entschuldige bitte, hast du eine Leiter gesehen? Habe ich mir ja fast gedacht. Den Bären. Hast du eine Leiter? Wo soll ich denn eine Leiter herkriegen? Habt ihr eine Leiter hier gesehen? Im Stall vielleicht? Hier ist. Ach, die abgeschlossene Leiter, natürlich. Das funktioniert natürlich nicht. Kann ich hier die Tasche platzieren? Funktioniert nicht. Natürlich nicht. Warum sollte es auch funktionieren? Ich brauche nur irgendwas, um das Getreide mitzunehmen. Und es geht natürlich nicht die Tasche. Ich benötige etwas, um das Getreide zusammen. Halt die Fresse. Blöde Kuh. Alter, ich kann ja gerade nichts machen. Das tut mir sehr leid. Was mache ich denn jetzt? Ich will nicht schon wieder auf den Tipp gucken. Getreidesortierer draußen. Kiste. PSD-Tutz. Ist das vielleicht ein Hinweis auf irgendeine Internetseite, wo jemand PSD-Tutorials, also Photoshop-Tutorials gemacht hat? PSD-Tutz? Fällt mir jetzt erst auf. Den Riegel kann man bestimmt leicht durchsägen. Aber ich habe ja nichts zum Sägen. Ich habe ja überhaupt nichts, was mir irgendwie hilft. Leiter kann ich nicht mitnehmen. Die ist ja abgeschlossen, wie Leitern eben so sind. Abgeschlossen, kennt man ja. Was soll ich denn jetzt damit? Ich habe einen blöden Uhrzeiger. Ich habe einen Stab. Einen Stab? Warum Stab? Das ist ja eine Angel eigentlich. Was leuchtet da hinten? Oh, eine Quelle.
auf dem Grund der Quelle ist eine Säge zu sehen. Ich komme nicht an sie heran. Yeah, mit dem Stab angeln wir uns die Säge. Denn es ist keine Angel, sondern ein Angelstab. So. Mit der Säge kann ich doch bestimmt bei der Kiste. Ritze, ratze, durch die Glatze. Ein Brecheisen und ein Käfer. Ey, ich wollte den Käfer angucken. Mit dem Brecheisen können wir Folgendes machen. Wir können natürlich... Das Erste, was wir natürlich machen, ist natürlich... So, nee, das geht nicht. Mit dem Brecheisen können wir aber erstmal die Katze vermöbeln. Geht ja damit auch nicht. Was wollte ich damit machen mit dem Brecheisen? Hier nichts. Was konnte man damit jetzt nochmal aufbrechen? Ach ja, die Löwenstatue einerseits beim Pavillon da hinten. Ich hoffe, das geht. Alter, das sind Brecheisen. Was denkst du denn, Oma? Natürlich geht das. Das funktioniert nicht. Natürlich, probier's wenigstens. Blöde Kuh. Mann, ist die bekloppt, die Alte. Die ist so engstirnig. Die wird's im Leben nicht weit bringen. So, ich gehe hier mal falsch zum See. Hier ist Fuß des Wegweiser. Logisch, klar. Ist logisch. Keine Frage. Was immer wir damit machen, ich weiß es noch nicht. Da oben geschlossene Tür. Können wir hier... Tür ist abgeschlossen. Mit dem Schraubenschlüssel kann man da was anderes aufschrauben. Ich erinnere mich. Wo war denn jetzt, was wir aufbrechen konnten? Mein Kurzzeitgedächtnis ist legendär. Schade. Aufbrechen, aufbrechen, aufbrechen. Das ging nicht aufzubrechen. Sein Gesicht ging auch nicht aufzubrechen. Da! Hab ich ja ganz vergessen. Schnipse! Warum die Musik? Puzzleteile. Oh nein, wir haben Puzzleteile gefunden. Was mag das bedeuten? Ich bin echt überdramatisiert hier mit diesem ganzen Spiel. Schraubenschlüssel. War das hier? Nee, hier war der Motor. Hier muss man noch die Schrauben... Aber ich sehe gar keinen... Ach, da. Das sind doch gar keine Schrauben. Das sind ja Mutter... Nee, das sind ja auch keine Muttern. Das sind ja Schrauben. Kantschrauben. Ja. Emanuel Kantschrauben. Im Brunnen ist etwas. Ich kann es aber erst holen, wenn das Wasser läuft. Dann piss doch rein. Entschuldigung, ich werde manchmal dramatisch, melodramatisch. Innen. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Nee. Was mache ich jetzt mit den Puzzleteilen? Die bringen mich überhaupt nicht weiter. Ich hab's. Ich puzzle hier alles auf. Ist ja, klappt auf jeden Fall. Ja, ein Tuch haben wir noch. Können wir mit dem Tuch vielleicht... Aber das haben wir schon probiert. Aufbrechen mit dem Knie geht auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist nur der Löwe, 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 Löwe. Was ich an diesen Wimmelbildern so gerne mag eigentlich, muss ich ja auch nochmal zugeben. Es gibt für ganz viele Locations, gibt es dann... Also es gibt sau, sau, sau viele Bilder. Auch wenn es in diesen Bildern nur einen Gegenstand zu holen gibt oder irgendwas. Aber trotzdem sind die alle immer so schön hochwertig. Hier, Grim Tales 1 ist ja schon ein paar Tage älter. Da ist noch nicht ganz so Full HD, also noch nicht ganz so hochwertig wie heute. Ist noch nicht alles Full HD und so weiter. Aber trotzdem, man gibt sich so viel Mühe. Und das finde ich schon toll, muss ich sagen. Großes Kompliment. Muss man ja auch mal sagen dürfen. Es ist viel zu hoch. Tja, ich habe keine Ahnung jetzt. Huch! Ja, Spiel. Entschuldigung. Das habe ich doch gemacht. An dem Getreidesortierer. Ich brauche ein Gewicht für die Waage. Da hänge ich auch selber dran. Ein fettes Stück. So. Ah, das gibt's ja gar nicht. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir eben durch. So, jetzt bin ich aber immer noch kein Stückchen weitergekommen. Komm, geh zu, scheiß Uhr. Also auf. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Hier ist die Federwaage. Ach, jetzt geht's. Ich dachte, der braucht noch ein Gewicht. Da stand doch, der braucht ein Gewicht. Will er mich verarschen? Ja, ordnen die Gewichte so an, dass jede Waage das richtige Gewicht anzeigt. Auf jede Waage dürfen nicht mehr als 3 Gewichte gelegt werden.
9. So, ich nehme mal an, das hier ist zu einfach. So, 9. 7. Naja, also ich meine, ich kann's halt. Scheiße. Das war zu einfach. Ich sage, ich denke sonst immer viel zu kompliziert. Wenn ich mal so einfach mache, dann klappt's. Gibt's ja gar nicht. So. Rein da und ab zum Floß. Natürlich sieht ein vernünftiges Floß genauso aus. Das ist sehr schwimmfähig alles hier. Das sieht man schon in der Notlage. Auf jeden Fall lebensrettend. Moskau? Moskau. Krabbe Schrimp. Unser Freund der Schrimp schon wieder. Dominostein Mausefalle. Dominostein Mausefalle sehe ich so noch nicht. Seestern Fischgräte Paprika. Da ist die Paprika. Eine Fischgräte? Alter, wie soll ich hier eine Fischgräte finden? Freunde. Wollt ihr mich verarschen? Möwehai, grüner Kolben. Da ist der grüne Kolben. Da ist die Möwe. Das ist ein Papagei, kein Hai. Reimt sich aber. Würde auch gehen. Fischgräte Triumphbogen. Alter, was verstecken die hier? So, Mausefalle und Seestern. Seestern habe ich den schon gesehen. Mausefalle, Seestern. Mausefalle, 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 Mause... Huch, Mausefalle. Da war so Mausefalle. Seestern. Seestern, Fischgräte, Triumphbogen, Hai. Alter, bei der Fischgräte bin ich absolut unsicher. Das hier ist eine Wäscheklammer. Wie sieht eine Fischgräte aus, Alter? Die sieht auch aus wie eine Gräte. Wie soll man die hier finden? Ich kann hier unmöglich eine Fischgräte finden. Das hier ist so ein Hammerchen. Ein Hämatom. MC Hämatom. Fischgräte. Und ein Hai sehe ich hier gerade auch nicht. Hai. Da. Hai. Alter, ist ein Hai. Da. Ein durchsichtiger. Ach, hier, Fischgräte. Ah, okay, verstehe. Triumphbogen, Seestern. Seestern, Triumphbogen. Jetzt Dynamit noch. Warum sitzt da keine Katze auf dem Dynamit? Voll unlogisch. Triumphbogen. Komische Grimassen ziehen beim Suchen. Triumphbogen. Das hier ist ein Weingut. Triumphbogen, Triumphbogen, Triumphbogen. 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 Das ist kein Triumphbogen. Wo ist denn der Triumphbogen? Oder meinen die da irgendwas anderes mit? Ich denke tatsächlich an den Triumphbogen. An nichts anderes. Aber es würde mich wundern, hier den Triumphbogen zu finden. Ist das vielleicht so ein Bogenschützenbogen? Oh, Triumph, ich habe ihn erschossen. Getroffen, wollte ich sagen. Triumph. Ich habe einfach irgendwo hingeklickt. Okay, jetzt haben wir also die Fixerröhre, haben wir auch gefunden. Damit gehen wir jetzt natürlich zum Brunnen. Motor, nächstes Minispiel wartet auf uns. Info. Ordnen die Gewichte so an, dass alle grünen Kolben nach unten kommen. Was? Welche Gewichte? Alle grünen Kolben nach unten? Welche Gewichte? Sind das hier Gewichte? Das sieht doch aus wie die einzelnen Einheiten von der Portal-Tante. This was a triumph. Ach, das sind hier Anzeichen einfach dafür. Oh. Okay, rot ist schwerer als blau. Hey! Hier hat es gereicht, da nicht.
Fertig. Hä, aber hier sind gelb und blau und hier sind blau und gelb und das hat funktioniert. Warum reicht es denn hier? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, weil die hier schon die Kolben so weit unten waren. Nun, rot ist größer als blau. Mit rot kriegen wir das Ding sofort runter. Dann machen wir hier mal blau und gelb. Hier weiß ich nicht, ob wir blau und gelb machen können. Ich probiere es mal einfach. Nee, das geht nicht. Das würde reichen, aber hm. Rot? Nein. Rot passt exakt da hinten rein. Dann können wir es da theoretisch auch lassen. Hier brauchen wir was Schavereres. Blau und Gelb passt exakt da rein. War das hier rein? Ne, hier rein, ne? Ne, hier rein? Blau ist nur einen runter. Blau ist eins. Kleiner als Grün. Grün könnte zwei sein. Aber dann kannst du... Ne, Grün ist, müsste drei sein. Dann ist Gelb nämlich zwei. Und dann ist Leck mich doch am Arsch. So, das ist, muss man ja auch mal festhalten. So, Rot passt exakt da hinten rein. Und hier weiß ich nicht. Hier passt exakt die beiden rein. Ich will das jetzt nicht aufschreiben mit den Farben. Sorry, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt hier einfach auf Trial and Error. Ist mir jetzt auch egal gerade. Das meine ich jetzt nicht bösartig. Das meine ich gutartig. Ich bin ein gutartiger Tumor. Mit Humor. So. Das Blaue könnte da hinten rein. Dann brauchen wir noch zwei. Grün könnten zwei sein. Grün ist größer. Oder drei. Das müsste reichen. Und jetzt mal gucken. Jo, kommt genau hin. So geht's auch. So, der Wasserhahn. Kommt eine Schere aus dem Brunnen. Ist doch logisch. Ist doch logisch.